Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Ampersat. Schauen wir mal, das ist ein Roguelike. Bewegen mit dem linken Stick, Sprinten mit RB oder A, Zielen mit dem rechten Stick, Fernkampf linker Trigger, Schnellfeuer halten den linken Trigger, Nahkampf rechter Trigger, Spruch ändern Y, Waffe zerstören, Angriff und B halten. Lässt die geladene Waffe explodieren, alle angelegten Juwele können wiederverwendet werden. Okay. Dann starten wir mal ein neues Spiel. Ah, Gentleheim, du wunderschönes kleines Dorf, es ist so lange her. Zeig mir einen erschöpften Schwertarm auszuruhen. Warte, etwas ist komisch. Buchstaben der Dorfbewohner fehlen und... Was zum Teufel sind diese Türme? Sie strahlen Bösartigkeit aus. Dahinter kann nur Lord C stecken. Ich sollte mich wohl besser darum kümmern und die Sprache des Dorfs zurückbringen. Ah ja. Zerstöre den roten Buchstabenkäfig in jedem Level. Der befreite Buchstabe wird zurück nach Gentleheim kehren. Die Vorräte der Läden werden unter Umständen nicht preisgegeben. Ladenbesitzer erklären dir, was eine Renovation bringen wird. Dorfbewohner sagen dir, was sie brauchen. Der Brunnen und die Statuen lüften ihr Geheimnis. Okay. Ich würde mich furchtbar gern bewegen. Ich kann mich hier nicht bewegen. Das ist der Fernkampf, das funktioniert. Versuchen wir... Ah ja, okay, jetzt kann ich mich bewegen. Dann machen wir es ohne Controller. Schauen wir mal. Betrete den Brunnen. Unter dem Dorfbrunnen scheint es sich immer zu verändernde Level zu geben. Sobald der Brunnen repariert wurde, kannst du dort Erfahrung, Loot und besondere Items der Dorfbewohner finden. Aha, und hier... Gut, hier müssen wir zuerst mal Geld holen. Turm der Messer. Vor Millennia gehörten diese großen Zwillingstürme noblen Monarchen. Nun sehen sie zumindest äußerlich verlassen und zerbröckelnd aus. Doch auch heute herbergen sie noch Kreaturen. Ein zermürbendes Verlies, das Laster hier. Ein zermürbendes Verlies in Verfall, überrannt von toten Kultisten und Lord Seas größten Anhängern. Oft für Zeremonien und Tests an sadistischen Fallen genutzt. Starten wir mal das hier. Denke dran, dich im Gasthaus zu heilen. Ampersats mystische Sinne erkannten diese neuen Gegnertypen. A ist ein Akolyt. C. Ja. Okay. Zusatzwort Ace. Okay, die schießen auch. Und hier kommen diese Gegner raus. Oh, wow. Oh, Mann. Ich muss wohl ein wenig... Ein wenig Nahkampf auch einbauen. Also wenn wir den dritten Gegnertyp hier noch finden, dann haben wir das Zusatzwort, was auch immer das bringt. Sch
Schild der gefangenen Buchstaben ist gefallen. Okay. Da liegt Geld rum. Oh, na toll. So. Oh, oh, oh. Schön. Boah, da ist richtig was los hier. Okay, so die Cs, die gehen ja noch. Die können wir schön im Nahkampf grillen. Oh Mann. So, wir müssen hier mal das machen. Sehr gut. So, was ist das hier? Hier geht's jedenfalls runter. Feuer schlägt Eis, Kinetik schlägt Chaos, wie? O und Z haben wir dazu bekommen. Oh! Okay. Wir sind gescheitert. So, wir haben, wie es aussieht, einen Teil des Goldes. Aha. Einen Teil des Goldes verloren. Oder mitgenommen. Einen Teil des Goldes. So. Den haben wir angelegt. Wir können hier was kaufen und wir scheinbar kommen mit der Zeit die verlorenen Buchstaben wieder. Okay. Und können wir hier überall hin? Sieht wohl so aus. Turm des Wahnsinns. Erbaut, um Besucher frustriert in den Wahnsinn zu treiben, bleibt dieser Turm niemals still. Die Pforte. Die Gesetze der Physik sind hier dehnbar. Wände sind konstant in Bewegung. Geräte können deine Position jederzeit verändern. Ich glaube, das ist nicht dafür gedacht, hier zu starten. Schauen wir mal hier. Ich glaube, wir waren schon ganz richtig. Hier ist der Turm des Schattens. Ein antikes Übel lauert in diesem Turm, in Mantel des Eis gehüllt. Pass auf, wenn der Nebelschleier sich legt. Der Sarg. Die Untoten erwachen in den unteren Ebenen dieser verfluchten Unterwelt. Die unbarmherzige Kälte wird dich glauben lassen, du seist tot. Wir versuchen das einfach mal. So, wir haben hier Famished, Rancidian und Skullgeist. Und ja, es sieht so aus, als wäre das. Oh, langsam, okay. Und wir verlieren hier auch Leben.
es scheint wirklich so, als wäre das hier nicht der erste Level. Aber wir geben mal unser Bestes. Oh, die vergiften uns. Da werde ich wohl nicht allzu lange leben. Davon gehe ich mal aus. Aber die Frage ist ja jetzt, ich hatte ja über 50 Gold. Wenn ich jetzt sterben sollte, verliere ich da wirklich wieder die Hälfte? Wäre natürlich jetzt ziemlich kacke, weil ich ja was verlieren würde. Allerdings, wenn ich mir das so ansehe, ich erhalte XP, also Erfahrung, und die scheint bestehen zu bleiben. Und das heißt, wir werden hier eventuell mit der Zeit stärker. So hoffe ich es zumindest. Schlafe im Gasthaus. Zum Level Up. Zerstöre zwei. Oh. Okay. Also ein Drittel deiner Erfahrung, doch ich bliebe dich für einen Teil deines Goldes wieder. Ein Teil, ja, das ist wieder die Hälfte des Goldes. Und ein Teil der Erfahrung. Das heißt, ich kann jetzt nicht mal... Oder kann ich mir da was aussuchen? Eiserne Haut, mehr Gesundheit, Max plus 10 maximale Gesundheit, 20 Giftresistenz. Dash Abklingzeit, Fernkampf Abklingzeit, Explosionsradius, Kinetic Schaden, Nahkampf, Laufgeschwindigkeit. Plus 2. Ach so, keine Boni Credits. Also, das heißt, ja, ich muss erst noch. Ich habe hier wirklich Erfahrung verloren und ich muss noch ein bisschen was dazu bekommen. Ich könnte hier allerdings gleich ins Verlies Level 2 gehen. Ich gehe trotzdem mal ins Level 1, weil ich das Gefühl habe, ich habe da was vergessen. Hier zum Beispiel, wie komme ich da dann rein? So. Das ist gut. Die Gegner ist natürlich nicht so toll. Aber immerhin ist das Erfahrung. Das kann ich nicht. Ach so, ich komme hier ohnehin dann später hin. Okay, das habe ich so nicht
Damit. Das habe ich so nicht gecheckt. So. Aber hier kann ich da. Da komme ich aber, glaube ich, gar nicht rein. Es gibt das Bonuswort Ace. Ich habe allerdings noch keinen Gegner vom Typ E gefunden. Oh, ich sollte den Spawner hier ausschalten. Das Zusatzwort nicht hin. Irgendwo gibt es dann eventuell. Ich gehe hier zurück. Haha. Eventuell gibt es hier irgendwo ein Secret im ersten Level. Jetzt schlafen wir erstmal im Gasthaus. Wir haben einen Rang erhalten. Das heißt, jetzt könnten wir uns das hier nehmen. Zack. Das nächste wäre das hier. Okay, hier haben wir jetzt ein bisschen was bekommen. Da nicht wirklich. Also hier können wir was kaufen. Das kostet allerdings viel zu viel. Was haben wir hier noch? Oh, Rüstungsladen. Ist auch alles schweineteuer. Mit denen können wir reden? Ah ja, der sagt mir irgendwas. Irgendwas, was ich nicht verstehe. Okay, wir müssen wohl. Ich versuche jetzt nochmal das Level 2. Und zwar: Renn für deine Leben. Wie? Wie soll das gehen? Wir haben 83 Gold verloren und 63 Erfahrung. Oh, das ist übel. Ich muss nochmal den ersten Level machen. Außerdem will ich wissen, wo Gegner vom Typ E sind. Habe ich ihn noch nirgends gesehen? Hat das was mit dieser. Mit diesem Ding hier zu tun? Möglicherweise. Kann aber hier nichts machen. Vielleicht ist das was, was später kommt. Ah, jetzt. Ah, okay. Das war geschützt. Vielleicht ist das jetzt. Nö. Genau, hier ist es noch geschützt. Das wird allerdings entweder nach einer gewissen Zeit oder nach einer gewissen Anzahl getöteter Gegner.
frei werden. Und hier ist das A. Aber was muss ich tun hier für das Zusatzwort? Jetzt habe ich eben nicht mal das A. Und ich habe ehrlich keine Ahnung warum. Schauen wir mal, ob ich jetzt hier was machen kann. Nö. Auf jeden Fall brauchen wir viel, viel Geld, damit wir uns irgendwelche Upgrades mal kaufen können. Das heißt auch, entweder wir machen... Entweder wir gehen hier wieder zurück, oder wir... Ich versuche jetzt hier mal... Ich kann das nicht zerstören. Boah, Wahnsinn! Das ist ja mehr als die Hälfte, was ich hier verloren habe. Und im Brunnen, der ist noch verschlossen, das kostet 500. Aber wie gesagt, ich brauche hier ziemlich viel. Kann ich auch irgendwie... Okay. Das ist gut. Hier können wir unser Gold lagern. Somit das, was wir jetzt schon erwirtschaftet haben, das bleibt uns. Das ist gut. Jetzt schaue ich mal, ob ich das Ganze irgendwie schneller lösen kann. Okay, das bringt mal nichts. Und das ist wirklich eventuell zeitgesteuert. Ja, das war jetzt... Das wäre jetzt Spitzenklasse. Ja, ich brauche jedenfalls mal bessere Waffen und Zauber und überhaupt. Ja, aber mit dem Wissen, dass ich die Sachen bunkern kann, verstärkte Magie-Schriftrolle, habe ich schneller das Geld beisammen und kann mir dann endlich was kaufen. 156. Und wenn ich mir jetzt hier dann
einen besseren. Ich habe keine Ahnung, ob der dann besser ist. Ich nehme an, der grüne Pfeil nach oben heißt, dass der besser wäre. Aber wie gesagt, um mir das leisten zu können, muss ich wohl dieses Level noch ein paar Mal spielen. Der praktische Nebeneffekt dabei, oh, was ist das? Ist, dass ich Erfahrung bekomme. Und oh, Schnelligkeitstrank. Und somit jetzt. Aber das ist nicht gut. Ich bin vergiftet auch noch. Ich habe nur noch 30 Leben. Ich muss ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Und mich vor allem von dem hier nicht so oft treffen lassen. Jawohl. So, 25 Leben nur noch. Der hier wäre am wichtigsten, der spuckt die Kuhs aus. Schon wieder Gift. Ich hatte nur noch 11 Leben. Sehr schön. Aber ich habe schon wieder genug Erfahrung, um einen weiteren Punkt zu erhalten im Gasthaus. Einen Rang. Und jetzt können wir uns zum Beispiel hier der Falkenflügel nehmen. 246 haben wir. Und es zahlt sich wohl aus, hier immer zu schauen. 245 kostet der hier. Das heißt, wir haben genug, um uns die Waffe hier zu kaufen. Ich weiß nicht, bin nicht sicher. Aber wir haben einen krummen Ast. Mehr Eisschaden, schnelles Schusstempo ein bisschen mehr Reichweite, Tempo, ein bisschen von allem. Okay. Jetzt könnte ich eigentlich das Verlies hier nochmal versuchen. Also Level 2 nochmal versuchen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Andererseits habe ich jetzt eigentlich kaum was zu verlieren. Kaum Erfahrung, kein Gold mehr. Ich versuche das jetzt nochmal. Und ich schaue jetzt nochmal, ob ich hier nicht irgendwie reinkomme. Ich weiß nicht wie. Aber ich habe das Gefühl, dass ich hier rein muss. Andererseits habe ich auch so ein Gefühl, dass ich hier noch gar nicht sein sollte, sondern vielleicht erst später. Hier, das fällt doch. Oh! Er kommt wieder zurück. Wie war. Moment. Moment. Ich hab ein. Nö.
Aber ich habe einen Verdacht. Ich kann eventuell die Kugel umlenken, umleiten. Das werde ich jetzt versuchen nochmal. Zwar, wenn ich hier gleich schieße. Genau, das hält's auf. Okay, jetzt schaffe ich's. Jetzt schaffe ich's bestimmt. Es muss nur das Timing passen. Und treffen muss ich natürlich auch. Und jawoll, so funktioniert das. Die andere Frage ist, wie weit komme ich jetzt? Auf jeden Fall liegt hier etwas Gold rum. Und auch bei den Gegnern bekommt man einiges an Erfahrung. Ah ja, hier. Okay, erstmal zurück. Da, dort war eine Tür. So, die C, die sind zum Glück alles andere als C. Ne Map wäre cool. Tabulator. Die sind schnell hier. Moment. Eine. Ich hätte hier einen Verdacht, was das Zusatzwort hier betrifft. Ich denke oder hoffe, dass das O zuerst kommen muss. Hier wäre ein O. Doch nicht. Oh ja. Wir sind verstümmelt. Ja, ein U haben wir jetzt. Verschlossen, finde einen Schalter. Vielleicht hier in der Mitte. Das sind zwei A. Schauen wir mal darüber. Aber sehr, sehr interessant eigentlich. Wie gesagt, das mit dem Zusatzwort, das interessiert mich noch. So, hier rüber. Dann schauen wir mal, was der gelbe Punkt hier bedeutet. Die A's sind auf jeden Fall ziemlich lästig, aber bringen 70 XP. Das ist ja auf jeden Fall genial. Aha, ansonsten ist das gar nichts. Da ist auf jeden Fall der Schalter. Trifft das. Du hörst eine nahe Tür. Da kommt noch ein Z auf mich zu. Haha.
Da drüben sind auch noch ein paar. Was ist die Mehrzahl von Z? Zette, Zets. Da sind noch zwei. Und wenn ich das Level schaffe, dann glaube ich, bekomme ich genug Erfahrung. Schild der gefallenen Buchstaben ist gefallen. Ja, dann bekomme ich genug Erfahrung, um wieder ein Level aufzusteigen. Das nächste Ziel wird dann wieder eine bessere Waffe. Oder eventuell... Oh, was haben wir hier? Das Kraftfeld des Buchstabenkäfigs ist inaktiv. Geheime Kiste gefunden. Sprüche. Und den als Alternative. Okay. Oh. Und wie war Alternative nochmal? Waffe zerstören brauche ich nicht. Nahkampf, Schnellfeuer halten, Fernkampf, Zielen, Bewegung. Spruch ändern mit Space. Interagieren mit E oder X. Vogelperspektive. Koop, okay. Das Gasthaus. Okay, ja, okay, ich sollte hier... Hätte ich das vorher schauen sollen, dich zu heilen, den Gold zu bunkern, mit genug Erfahrung Ränge aufzusteigen. Okay. Zusatzwörter. Nutze den Nahkampf für den finalen Schlag. Den Nahkampf für den finalen Schlag. Und um den Buchstaben für das Zusatzwort zu sammeln. Okay. Und wenn wir das Wort vervollständigen, dann erhalten wir eine Kiste. Zerstöre die Spawner, damit keine neuen Gegner. Genau. Kraftfeld musst du die Wächter vernichten. Lege wertvolle Juwele deinen Waffen und deiner Rüstung an. Wichtige Juwele können nur durch das Verkaufen oder Zerstören des Items entfernt werden. Nutze die Boni-Credits eines Rangs, um neue Boni freizuschalten. Erhalte alle Boni in einen der drei Ringe, um einen Zusatzboni, einen Zusatzbonus zu erhalten. Okay. Habe ich hier noch ein O irgendwo? Das ist kein O. Hui, aber... Aha, und jetzt zählt das Z hier. Der macht richtig viel Schaden. Ich glaube, wir haben... Also ein E habe ich ja, glaube ich, trotzdem noch nie gesehen. Ein O und ein E bräuchten wir noch. Auf jeden Fall wird das Ganze immer interessanter. Das sind C. Ich hoffe, mir bleibt dieser Zauber. Der haut richtig rein. Da ist noch ein Z. Brauche ich nicht. Ein O bräuchte ich. Hat hier niemand ein O? Berserkers Gebräu. Zu heiß. Der Feuerball ist zu heiß. So. R. Sehr cool. Auf jeden... Aha. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wie man das Zusatzwort erhält. Ein A, F und E noch. Das ist auf jeden Fall
sehr interessant hier. Die C brauchen wir nicht. Das H auch nicht mehr. Er heilt sich. So, hier drüben. Da ist ein A. Ui. Jawohl. Ah, das war ein E. Das heißt allerdings, ich kann das Wort nicht mehr bilden, weil wahrscheinlich kein A mehr erscheinen wird. Außer so ein Monster-Spawner. Aha, Chaos-Splitter. Außer so ein Monster-Spawner spawnt alle Buchstaben. Sieben Famishets, um das Schild fallen zu lassen. So, hier muss ich auf jeden Fall runter. Z brauche ich nicht mehr, nur mehr A und F. Drüben sind noch ein paar Buchstaben. Da kommt noch ein Z raus. Ist das auch ein Spawner? Ich muss unbedingt diesen Zauber hier behalten. Der ist so cool. Was mir auch gefällt, wir bekommen hier richtig viel Kohle. Ja, da kann ich scheinbar nichts machen. Aber ich bekomme immer wieder Erfahrung hier. Zerstören 7 Famishets. Kann ich nicht. Also die Famishets. F. Aber da ist keins. Vielleicht muss ich da irgendwie noch was zerstören. Oh, hier kommt ein Z. Vielleicht muss ich hier irgendwie die Wände zerstören oder hier. Und da kommen schon Fs. Ich will nur im... Wieso kann ich keinen... Jetzt kann ich Nahkampf machen. Ah. Ja, jetzt bräuchte ich nur noch das A. Oh, schau an.
Leider kein A in Sicht. So, wie viel? Drei müssen noch zerstört werden. Hier unten sind noch zwei dieser versteckten Türen. Zerstörungsschriftrolle. Da ist noch sowas. Kein Gegner. Allerdings eine Truhe. Mit richtig viel Kohle. Ich glaube, ich habe alle. Oh. Lasst mich raus. Ich werde wohl die Tür schließen. Wow. Oh Mann. Wow. Habe ich richtig viel verloren. Oh Mann. Aber es ist richtig cool, das Spiel. Zwei Ränge. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.